Fremder? Ich habe gehört, ihr hättet keine Angst, den Netzwald zu durchqueren. Was würde ich nicht darum geben, wie ihr zu sein und diesen Ort zu verlassen? Ich habe mein Zuhause schon seit Wochen nicht mehr gesehen und ich fürchte, dort könnte etwas Schreckliches geschehen sein. Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Ich kam wenige Tage vor den ersten Angriffen nach Kanerok. Und dann saß ich hier fest. Ein paar Tage später kam unser Landhelfer Kateri Jait nach Kanerok gestolpert. Anfangs wollte er nichts über meine Eltern erzählen, doch dann sagte er, die Spinnen hätten sie erwischt. Jetzt geht er mir aus dem Weg, genau wie alle anderen auch. Irgendetwas ist auf dem Hof geschehen. Aber ich kann mich nicht dazu überwinden, der Sache auf den Grund zu gehen. Vielen Dank. Ich werde euch alles geben, was ich besitze. Bringt mir einfach nur Nachrichten von meiner Mutter und meinem Vater. Ich muss wissen, was dort geschehen ist. Auf dem Tockhof. Ihr müsst für mich herausfinden, was dort geschehen ist. Ich habe den Kontakt zu meiner Familie verloren, als ich wegen der Spinnenangriffe hier festsaß. Unser Landhelfer Kateri Jaik schaffte es ein paar Tage nach Beginn der Angriffe ebenfalls hierher. Er will mir allerdings keine klare Antwort über meine Eltern geben. Ich befürchte das Schlimmste. Fasst euch kurz. Ich habe zu arbeiten. Dann sei Dank, dass endlich jemand kommt. Endlich! Sagt, seid ihr aus Gorhard oder Didenhill? Wie viele Krieger reisen mit euch? Ihr scheint nicht die Unterstützung zu sein, die wir angefordert haben. Aber haltet mich nicht für undankbar. Ich könnte... Kanerok könnte jemanden mit euren Fähigkeiten brauchen. Wir sitzen an der Grenze zum Netzwald. Die meisten von uns Seidenernter. Für gewöhnlich beschützen uns unsere Brücken und die Aura der Sommerfeien. Doch neuerdings ist unsere Verteidigung wirkungslos. Diese monströsen Spinnen greifen von allen Seiten an. Sie sind sogar bis nach Jolvan gelangt. Vor einer Woche ist der Anführer unserer Verteidigung mit einer Jagdgruppe aufgebrochen. Warten. Jemand muss ihn und seine Männer finden. Gut. Ich habe noch weitere Informationen über Barton und die Jagdgruppe für euch. Aber wecken wir keine falschen Hoffnungen. Und diese Dorfbewohner werden langsam hysterisch. Führen wir unsere Unterhaltung auf der südlichen Brücke weiter. Die Spinnen. Das Leben am Rande des Netzwaldes war schon immer gefährlich. Aber wir mussten noch nie so darum fürchten. Und unser bester Krieger, Barton, ist irgendwo im Netzwald verschollen. Ihr müsst ihn finden. Weidmanns Heil! Den Göttern sei Dank. Endlich hat es jemand von außerhalb hierher geschafft. Ich dachte schon, wir wären... Nun, ich dachte, ich würde nie wieder ein neues Gesicht sehen. Aber es ist gut, dass ihr hier seid. Ich bin Sylareta Wauner, die Arzneikundige des Dorfes. Und ich brauche eure Hilfe. Normalerweise habe ich immer einen Vorrat an Gegengift, falls mal ein Seidenernter gebissen wird. Doch nach den letzten Angriffen hat sich mein Lager geleert. Der Trank ist nichts Besonderes. Aber nach all dieser Zeit im Netzwald reagieren wir empfindlicher auf das Spinnengift als die meisten anderen. Ich brauche deshalb noch eine weitere Zutat. Die Giftdrüsen der Spinnen selbst. Irgendjemand muss sie mir besorgen. Gut. Ich werde eine möglichst große Menge des Trankes brauchen. Dafür werden vielleicht 15 Drüsen erforderlich sein. Im Schlund der Bestien, die Jagd auf uns machen, fürchte ich. Die einzige Möglichkeit, an die Drüsen zu gelangen, ist, eine Spinne zu töten und sie zu entfernen. Es ist keine leichte Aufgabe. Aber das Dorf braucht diese Tränke dringend.
Sichere Reisen. Was gibt's? Was ist? Stimmt etwas nicht? Thank you.
Hallo,